Servus, ich bin's der Thomas aus dem Flügel Agro Center und heute darf ich euch unsere neue Verladezange vorstellen. An der Verladezange haben sie folgende Sachen geändert. Einmal an der Zange die Öffnungsweiten und einmal der Bock, der ist jetzt ein bisschen kompakter. Gehen wir einmal kurz auf die Zange ein. An der Zange hat sich folgendes geändert. Davor war der Öffnungswinkel irgendwo bei ca. 1,20 m und da kommen wir jetzt ca. um 10 cm durch andere Kinematik auf 1,30 m Öffnungsweite. Standardmäßig ist die Zange ohne Rotator, sondern nur mit so einem Pendelgelenk, wie man es da oben sehen. Optional wie da ist das Ganze mit einem 3-Tonnen-Rotator ausgestattet. Gibt es wahlweise einen 4-Tonnen-Rotator, der ist ein wenig stabiler. Ist angesteuert, einmal die Zange brauchen wir ein doppelwirkendes Steuergerät und einmal für den Rotator brauchen wir ein doppelwirkendes Steuergerät. Also sprich, in der Grundausstattung brauchen wir zwei doppelwirkende Steuergeräte, können wir aber optional mit einem Umschaltventil ausliefern. Die Zange ist grundsätzlich nach wie vor aus dem gleichen Material, aus Hartmetall. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ich irgendwo einen Baum nehme, dass das Ganze verwindungssteif bleibt, dass sich da einfach nichts verbirgt. Grundsätzlich haben wir da herum auch die Zacken, dass die Bäume besser griffen werden, dass sie nicht durchrutschen können. Grundsätzlich ist in der Standardausstattung ein Pendelgelenk drin. Gibt es optional, wie bei der Zange jetzt zum Beispiel, mit einem Rotator. Den gibt es einmal als 3-Tonnen-Ausführung und einmal als 4-Tonnen-Ausführung. Wird dann angesteuert über zwei doppelwirkende Anschlüsse, die wo wir vom Schlepper her brauchen. Optional gab es ein Umschaltventil, dass man nur ein doppelwirkendes Steuergerät benötigt. Geändert ist an der Zange geworden der Anbaubock. Der ist einfach ein wenig kompakter geworden, dass die ganze Zange näher an der Maschine ist, dass einfach der Schwerpunkt nicht weiter rauskommt. Grundsätzlich haben wir zum Abstellen da die Fiers und zum Anhänger ist einmal über Euronorm und 3-Punkt ist Serie. Und optional gab es auch für Radlader, Hoflader oder Teleskoplader auch Spezialaufnahmen, die wir ab Werk anfertigen können für euch. Die Verladezange, die ist grundsätzlich die kompakteste Zange, die wir im Hause Flügel anbieten. Aber wie man sieht, ist die auch sehr vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel jetzt zum Verladen von Stammholz oder längeren Bäumen oder auch zum Zusammenziehen von Wied oder etliche Sträucher.